Ich glaube, den Zug kann ich selber nicht klettern. Carina, das hört sich abenteuerlich an. An welchem Zug denn? Einfach klettern wird präsentiert von Scarpa und Edelrit. Für Carina und mich geht heute ein kleiner Traum in Erfüllung. Niki, ein professioneller Schrauber, bringt uns heute das kleine 1x1 des Routenbaus bei und steht mit Rat und Tat zur Seite, während wir unseren allerersten Boulder in die Wand zaubern. Vielen Dank an Kleimholz, die uns die Griffe zur Verfügung gestellt haben, und an die Boulderhalle der Steinbock in Nürnberg, die den ganzen Spaß mitgemacht haben. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann lass uns ein Like da oder noch besser, abonnier unseren Kanal. Und jetzt viel Spaß beim Video. Du wusstest ja, dass Carina und ich nicht so viel Schrauberfahrung haben. Ja. Hat das deine Griffwahl beeinflusst? Ein bisschen. Wir haben jetzt hier einen Griff gewählt, was zum größten Teil Sloper sind, aber positive Sloper. Das heißt, die gehen so ein bisschen über in die Kelle, aber man muss sie dennoch sehr aktiv halten. Und die sind so gesehen direktional. Das heißt, wenn ich sie so schraube, dann wirken die nur als Seitgriff. Das heißt, man kann jetzt nicht viel dran schummeln. Das heißt, je nachdem, wie man den Griff ein paar Grad dreht, nach links oder nach rechts, erzwingt man gleich die Bewegung und macht sie ein bisschen leichter oder ein bisschen schwerer. Es fängt ja jetzt direkt mit etwas an, was einfach nur Arbeit ist, ne? Das ist ja, ja, ja. Also Schrauben an sich ist, tja, ja, manche sagen so ein bisschen Kunst, aber eigentlich ist es ja ein Handwerk, ne? Du tackerst Materialien an die Wand, ohne dass die runterfallen dürfen. Das ist das Wichtigste, dass die Materialien nicht runterfallen und dass, wenn ein Kletterer runterfällt oder runterrutscht die Wand, dass der oder diejenige sich nirgendwo einen Kopf anstößt, Schulter oder einen Fuß verprellt. Am Anfang ist die körperliche Arbeit. Also wenn man das den ganzen Tag macht oder wenn man das 5 Tage die Woche lang durchmachen würde, wäre das auf jeden Fall ein körperlich sehr zu anstrengender Job, sag ich mal. Also um den Boulder zu schrauben, ist es halt super, wenn wir eine große Auswahl an Griffen und Tritten haben und die sich nur leicht möglich unterscheiden. Ne? Also wenn wir uns jetzt die Sloper zum Beispiel anschauen, ist es so, dass der ganz leicht hinterschnitten ist. Ganz leicht nur. Der ist fast so waagerecht, so wie das für einen Sloper geht. Ne? Der ist dann schon so ein bisschen abschüssig wieder. Und der hat dann wieder weniger Fläche. Das heißt, ganz organisch werden die schlechter oder besser. Das heißt, wir können ganz modular und schnell einen austauschen für den nächst besseren. Womit ich gerne arbeite, ist so ein bisschen Gefühle. Das Einzige, was ich euch jetzt gebe, ist jetzt zum Beispiel König der Löwen. Und jetzt sagst du als erstes, was dir dazu einfällt zum König der Löwen. Ich muss daran denken, als Mufasa an der Klippe hängt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja tragisch, okay. Das heißt Krimp, oder? Würde ich mal versuchen, an die Wand zu bringen, wie er verzweifelt an der Klippe hängt. Verzweiflung irgendwo hängen. Ja, das ist doch schon alles. Marc? Die Stelle, wo das Löwenbaby hochgehalten wird. Ja, ja. Zeig mal den Hund vom Felsenmörder. Ja, 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 ja. Und wenn ich das jetzt auf den Boulder spontan übertrage, Das das Gefühl ist, was ich habe, wenn ich oben angekommen bin. Also ein stolz erhabenes. Genau. Ja, super. Genau. Jetzt nacheinander wird erstmal ein Griff reingetackert. Einfach reintackern. Langsam anfangen. Denk dran, die Finger nicht unten drunter. Du kannst den Griff ein bisschen weg, guck mal, ein bisschen zu dir hinziehen. Dann siehst du, ob du das Schraubloch getroffen hast. Und dann von hinten, von hier gucken, dass es senkrecht reingeht. Ja. Gib ihm nochmal. Ja, geil, das ist super. Das ist okay, der Sound, den du hören willst. Das ist der Sound. Genau, wir machen so eins, zweimal. Gib ihm nochmal. Nochmal. Ja, super. Was für einen Schwierigkeitsgrad willst du von uns sehen? Das ist mir völlig egal heute. Das ist mir egal heute. Wir machen heute, was wir wollen. Ja. Und dann können wir nachher, wenn wir da einen Boulder haben, können wir immer noch diskutieren, wie machen wir das jetzt leichter oder schwerer. Ich bin zum zweiten Mal hier. Das heißt, ich weiß nicht, wie schwer die blauen Wege und wie schwer die roten Boulder hier sind. Deswegen machen wir erstmal an die Wand. Ich will jetzt nicht zu viel von euch verlangen. Das wäre jetzt unfair. Womit fangen wir dann an? Also wenn jetzt Carina zum Beispiel einen Stein findet und sagt, okay, an dem kann man schön abbaumeln. An dem finde ich. Das ist so das Absturzszenario aus König der Löwen. Das ist super. Marc, du machst ja schon mal ein paar Gedanken in der Zwischenzeit. Ja. Eben das mit dem Mäntel fand's ja schon ganz gut. Vielleicht ist auch sowas irgendwie für dich.
auch mit der Hand ein bisschen. Ich würde es mit dem Schrauber machen. Eine Hand hält den Griff, mit der anderen Hand schon den Schrauber. Dann hast du nämlich gleich ein paar Umdrehungen drin. Okay. Und jetzt geht es nur noch, wo kommst du her, wo gehst du hin? Und es ist so ein bisschen, hier zum Beispiel können keine Steine sein. Weil sonst hältst du ja fest und baumelst nicht. Ne? Es ist so ein bisschen, okay, ich will jetzt das auch schaffen. Was darf überhaupt da sein? Mhm. Was darf nicht da sein? Und ich würde gerne von rechts kommen, ja, dass das so eine Schleife ist quasi. Dann brauchen wir Tritte. Genau. Ja, wir haben hier Sloperzangen, wir haben Kellen, wir haben alles Mögliche. Ist jetzt irgendwas Schönes suchen. Ja. Ja, super. Genau, dann suchst du jetzt wieder von der Leiter die Position. Okay, von wo willst du da hingreifen? Ne, dass die Distanz nicht zu weit, aber auch nicht zu kurz ist. Bis wohin darf ich? Also wo da, der rechteste Punkt? Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn sie sich überschneiden. Achso, die können sich auch überschneiden, theoretisch. Ja. Du musst dann nur miteinander kämpfen. Wenn ihr jetzt beide zum gleichen Loch wollt, dann müsst ihr irgendwann anfangen, euch zu prügeln. Was anderes fällt mir nicht ein. Ihr könnt natürlich auch miteinander reden, aber... Wer zuerst kommt, schraubt zuerst. Ja, genau, genau. Ich sehe schon, du hast ja auf jeden Fall da ein bisschen was geholt. Ja. Schon mal eine Auswahl. Ich fände es irgendwie cool, wenn man mit Schwung hier rüberkommt und hier so einen Tritt hat, den man erwischen muss halt so. Mhm. Oder irgendwas mit Schwung, wo man so ein bisschen durch den Knick aus der Wand geschoben wird und sich irgendwie was einfallen muss, um nicht zu fallen. Ja, das ist doch super. Und beim 10. Mal kriege ich es dann hin und denke mir so, yeah. Okay. Okay. Also ja, das ist gut. Genau. Okay, dann machen wir jetzt erstmal, du hast ja schon ganz klar gesagt, man steht hier und muss dann irgendwo drauf treten. Man muss da irgendwie rüber, ja. Okay, dann machst du jetzt erstmal die Füße, machst du erstmal die Trittsteine dahin. Ja, perfekt. Okay. Guck mal, hier zum Beispiel bei dem ist es schön, wenn man in diese Mulde tritt. Ja. Das heißt, wenn du von seitlich links kommst, ist es gut, wenn diese Mulde nach da zeigt, dass du deine Tritt, dass du halt den Schwung darauf ausrichtest wie hier. Das hast du alles schon gut gemacht. So, und jetzt den anderen Tritt. Den Starttritt sozusagen. Ja, du hast ja jetzt gesagt, also hier irgendwo, dann soll man hier rüber, den erwischen und dann irgendwas greifen, dass man sich fühlt. Da jetzt einen Toe-Catch einzubauen, ist das too much, ne? Das ist der typische Anfängerfehler, wenn du auf einmal zu viel wollen. So. Okay, ich will jetzt da rüber springen und dann noch den Toe-Catch und dann will ich noch gleichzeitig danach den Weiterleiter. Und Weiterleiter, ja. Wir machen mal ganz langsam. Den Weiterleiter ich auch noch. Wir machen mal ganz. Ja, das ist gut. Vielleicht brauchen wir wirklich nicht einen ganzen Boulder, sondern nur ein paar Züge. Wir machen mal ganz langsam. Okay, langsam. Du machst jetzt erstmal deine erste Idee und dann gucken wir mal weiter. Okay, sehr guter Hinweis. Carina, du hast da deine Baumelsituation anscheinend schon, ne? Ja, noch nicht so richtig. Also die Idee war, links hoch antreten, dass man da rankommt. Ja. Und dann würde ich gern gar kein Element mehr haben, sodass man quasi kurz anziehen muss, um mit rechts auf den zu kommen. Ja. Genau. Das ist die Baumelsituation. Das ist für mich die Baumelsituation. Ja, vielleicht funktioniert das ja schon. Das heißt, du kommst nicht von hier, sondern wo kannst du nur Griffe und Tritte reinschrauben? Auf der Seite. Genau. Das heißt, du leitest dich schon selber dahin, dass du nur noch da jetzt Steine montieren kannst. Mhm. Und dann machst du das. Also ich komme von links, das heißt, das rechte Bein geht dahin mit ein bisschen Schwung. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt nicht einer der größten Menschen, die so rumlaufen. Das, ja, das heißt, ist richtig. Das heißt vielleicht... Aber mach's doch einfach bequem für dich. Wir schrauben das ja heute mal für uns. Upsi. Es kommt ja keiner hier rein, der sich beschwert. Das heißt, bequem wäre hier wahrscheinlich. Also, ja. Okay. Sehr schön. Ja, hau mal rein, wie sich das anfühlt. Tack, tack. Ich habe jetzt schon eine Idee, wie es weitergehen soll. Ja, okay, wir lassen jetzt erstmal da. Wir machen jetzt erstmal rückwärts. Wie kommen wir da hin? Okay. Das ist schon mal das Schwierigste. Ja. Und dann gucken wir weiter. Carina macht den Anfang. Du machst auch noch den Anfang. Und dann gehen wir mal in die Kletterschuhe und gucken mal, ob das überhaupt alles in einem funktioniert und wie sich das anfühlt, würde ich sagen. Okay. Genau, so kannst du schon mal so einschätzen, vielleicht die Distanz, die du gleich machen musst. Carina, du hast dich schon entschieden und weißt schon, ich wollte gerne einen Kreuzer noch drin haben. Machen wir das mal rein. Zeig mal, was du dir bis jetzt ausgedacht hast. Ich würde gerne Sitzstart machen mit zwei Untergriffen. Ja. Dann auf irgendwas Großes. Genau, das soll ein Kreuzer werden. Ach, eigentlich darf ich dir das gar nicht sagen. Du sollst es dann nachher bouldern. Ja, okay, oder dann machen wir es so. Okay, dann behalten jeder für sich. Okay. Oder? Ja. Es hat einen Vorteil, wenn man dem anderen nichts sagt, was man sich so vorgestellt hat. Dann hast du halt jemanden, der komplett unbedarft ist und das irgendwie klettert. Und dann klettert
mag das auf einmal komplett anders und denkst so, oh Gott, was habe ich da für Scheiße an die Wand getackert. Aber dann siehst du auch, okay, das muss anders da sein. Ja, schieß los. Es ist zu einfach, zu... Ja, so. Ich sag mal so, vielleicht wäre da das Potenzial drin, dass es für alle Körpergrößen gleich tricky ist. Aber es ist doch würdelos, wenn jemand wie wir so, klar, das ist jetzt wie Cliffhanger hier im Fernsehen. Aber irgendjemand, der da richtig groß ist, kommt da dran und sagt so, hast du Kreise. Also die Körpergröße entscheidet darüber, wie schwer dieser Boulder ist, dieser Zug. Ja, ist ja noch kein Boulder. Ja genau, da können wir ein bisschen mehr draus machen, sag ich mal. Also ich sag halt immer, da ist noch ein bisschen Potenzial nach oben drin. Und das tunen wir gleich noch. Das heißt, wir sehen ja jetzt, warum das so ist. Und wenn wir das jetzt weiter nach hinten machen, sagen wir mal 1, 2 oder hier. Okay, ich stand auf dem Schlauch, sodass alle balancieren müssen. Genau, sodass alle balancieren müssen. Genau. Vielleicht wollen wir das erreichen, das wäre gar nicht so schlecht. Ja. Das Wichtigste ist, keine Arme. Keine Arme. Also balancieren geht eigentlich das meiste nur mit den Füßen. Ne? Slackline, Bordstein. Ich glaube, den Zug kann ich selber nicht klettern. Carina, das hört sich abenteuerlich an. An welchem Zug denn? Ich hätte gerne was gemacht, aus dem Unterkopf aufstehen und hier dran. Also wenn du... Das kommt mir sehr weit. Also ich bin ja hier... Für gute Laune und so. Aber wenn du die gute Laune, also ich weiß, ich bin da ziemlich picky, aber wenn du die gute Laune erhalten willst, dann ersparst du mir bitte den Sitzstart. Okay. Ich kann das nur so beschreiben, ich gehe nicht nach drinnen in die saubere Halle, um mich da mit meinem Hosenboden wieder in den Dreck zu setzen. Na gut, dann... Also ich mag einfach keinen Sitzstart. Du kannst ihn auch einfach reintun und dann gucken wir, ob er cool ist. Und was wir vielleicht verändern können. Naja, es muss ja kein Sitzstart werden. Ich bin ja nicht einer. Das geht ja auch so. Das ist der Startgriff. Ja. Dann habe ich hier unten links noch einen zweiten Startgriff. Ja. Okay? Ja. Also man startet so. Ja. Und jetzt ist es so, dass der linke Startgriff zum Toehook wird. Aha. Und dass ich mit dem Toehook dann hier... Nee. Geil. Man kommt schon, man hat die ganze Zeit so Zeug, ne? Okay, wir versuchen uns zu konzentrieren. Simpel, ne? Okay. Konzentrieren aufs Balancieren. Die Sloper sind voll die fetten Griffe, aber wenn man die umdreht, sind es halt die fettesten Tritte, die wir jetzt haben. Ich finde es schon gut. Ich bin aber kein Zentimeter gebouldert, aber ich finde es schon gut. Ja, das ist doch geil. Ja, wir fangen mal an mit dem Sitzstart, dann gucken wir gemeinsam. Das ist ja Team. Habe ich extra für dich keinen Sitzstart machen wollen, nämlich so. Von hier. Was? Okay, warte mal. Okay, ich probiere das einmal. Oh Gott, ja, das geht schon, aber das ist schon anstrengend. Ne? Was könnten wir da verändern? Was wäre da gut jetzt? Um das ein bisschen einfacher zu machen direkt? Ja, noch ein Tritt? Ja. Spendieren wir direkt. Gut. Denkt ihr, eure Boulder sind schon so bereit, dass man jetzt ein bisschen rumklettern könnte? Ja, also einzelne, also die Züge, die in der Genau, nur die Züge. Das können wir mal ausprobieren. Genau, wir kommen da bis. Genau, es gibt den Start bis zur Baumelsituation, Mufasa und Scar, das blöde Drecksau, lässt uns da runter. Und hier haben wir was kreiert, Marc? Das ist die Geburt von Simba sozusagen. Ja. Genau, und Rafiki zeigt uns dann hier, wie cool das ist. Ach, da ist ja auch noch einer. Und dann wahrscheinlich Trittwechsel hier und... Ich mache das zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung. Carina wartet hier schon den Masterplan. Ja! Wow! So war es gedacht? Ja. Also der Tritt, nee, also ich gebe jetzt einfach mal ehrlich zu, der Trittwechsel war noch nicht geplant, aber als du reingestiegen bist, habe ich gemerkt, oh... Na, sonst geht die Tür ja auf. Ja. Also oder du brauchst irgendwas zum Hucken hier. Also. Du hast ja noch gar nicht selber die Erfahrung. Ja. Es ist gut, mindestens zwei Meinungen und Gefühle dafür zu haben, bevor du sagst, oh, das ist ja jetzt perfekt, ne? Ja. Es ist so, dass man es, also vielleicht schaffe ich es gar nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass man es nicht beim ersten Mal schafft, also ich zumindest nicht. Das ist doch schon mal schön. Ja, sehr gut. Schön runtergerutscht. Das geht schon. Ja. Jetzt ist die Frage, ob es jetzt, komm mal runter, das war ja schon mal super, ne? Ja. Carina ist ein bisschen größer, die landet immer schön saftig da drauf. Marc hinterlässt hier so markante Trittspuren auf der Wand. Wir machen jetzt zum Beispiel einfach mal den Stein hier hin. Und du musst jetzt, pass auf, beim Testen ist ganz wichtig, wir testen nicht immer den ganzen Boulder. Okay. Das kostet nur Kraft, sondern wir fangen jetzt einfach mal hier an. Ah, das ist richtig schön saftig. Weil man muss nicht runtertreten, man kann mit dem Bein noch ein bisschen nach oben federn. Es fühlt sich alles ein bisschen stolzer an. Stolz? Finde ich. Ja. Gut, ich habe jetzt das andere nicht geklettert, ne?
aber nur wie es halt aussieht. Ja, ja, passt auch besser. Weißt du, ein bisschen mehr. Es ist nicht so, es ist ein bisschen stolz für das Griffzeichen. Ich hab jetzt den Impuls gehabt, den Startgriff kleiner zu machen, aber es ändert nicht den Charakter der Route. Deswegen lasse ich es einfach mal jetzt so sein. Das ist immer der erste Reflex, dass du sagst, oh, komm, wir machen mal den Startgriff kleiner. Das Problem dabei ist, du nimmst vielen Leuten die Möglichkeit, das überhaupt zu probieren. Okay. Ne? Also das hier kann ja jetzt wirklich jeder probieren, das erste Mal klettern ist. Und dann sagst du so, oh, jo. Ich probier's mal. Genau. Also hängst dich so drunter, geht. Aber lehnt sich gleich nach rechts. Ist total einfach. Kann jeder hier mit der vollen Hand, kannst hier so durch und dann darüber. Das heißt, es ist überhaupt nicht kraftintensiv, sondern du musst einfach viel nachdenken, wie bewege ich mich denn jetzt hier in die richtige Position. Das heißt, das ist ein Boulder, da kann jeder, der noch nie klettern war, noch nie in der Halle war, kann loslegen, das probieren und versuchen rauszufinden, weil du nicht durch die Kraft limitiert bist. Gut, jetzt zu Carina. Der ist noch nicht chalken? So ganz ausgereift, der Boulder, aber probier mal. Okay. Mein Freund ist Turk, auch gut. Sicher. Er ist jetzt zu spät. Das ist happig, Carina. Ich wollte es auch eigentlich gar nicht als Sitzstart am Ende haben, nachdem Niki meinte, bitte kein Sitzstart. Ja, genau. Ja, das sah jetzt gar nicht so nach einfach klettern aus, aber gut. Na, wir bleiben hier mal. Wir sind im Team. Ihr habt das dynamisch gemacht, gell? Nee, erstmal ranziehen. Ja, kraftdynamisch und dann da hoch. Ja, super gut. Ja. Oh, der ist echt nicht so gut. Der ist gar nicht so gut. Aber das ist die Mufasa-Absturzsituation. Ja, war nicht so gut, sonst hätte er auch überlebt, das stimmt schon. Okay. Ich dachte, man könnte jetzt rechts besser aufstehen. Kommen wir ja vielleicht auch. Wie gefällt uns denn der Boulder bisher? Boah, der Start ist fürchterlich. Was macht denn den Start so fürchterlich? Fass das mal in deinen Worten vielleicht. Es ist halt sehr kraftaufwendig. Mhm. Und es ist eher so eine Erleichterung, da oben anzukommen, ne? Ja, schon. Aber es ist nicht so, also wenn ich zum Beispiel sagen würde, okay, ich darf mal auch so, dass der Start hier ist, würde ich immer hier anfangen, weil es einfach, dieser Kraftzug ist jetzt irgendwie für mich nicht das Allergeilste. Ich finde es, ist so ein richtiges Puzzle, ich finde es total schwer. Es ist wie Sudoku oder irgendwie so. Ja, genau. Ihr bewegt euch ja jetzt auch in der gleichen Wandsphäre. Wir hatten eine riesige Wand und wir treffen uns in der Mitte. Also ihr macht euch da einfach mit der Leiter gütlich und baut einfach das Ende, baut es zusammen. Wir arbeiten beide parallel an unserem oberen Teil sozusagen. Ja. Okay. Würde ich jetzt erstmal schon unsere Routen kreuzen sich. Die kreuzen sich komplett, ja. Oh, ja, super. Finde ich gut. Ja, also Brillen an und schön vorsichtig bei der gefährlichen Arbeit in der Höhe. Die Distanz ist in Ordnung. Ich habe jetzt auch sehr lange Arme, aber wie wollen wir den denn? So als Seitgriff? Zum Drunterlehnen? Hier zum Drunterlehnen, die Lippe? Ja, beides okay. Ja. Ich hatte auch zwischenzeitlich überlegt, dass man über den Heelhook dann nach rechts so rausfallen muss. Alles dann auch und dann wieder den Toehook, ne? Ja, den habe ich mir selber verboten, den vorzuschlagen. Ja, das gucken wir gleich. Es geht ja auch darum, okay, das können wir jetzt machen. Ja. Und dann hast du gemerkt, okay, wenn ich jetzt hier bin, ich könnte auch dahin, ich könnte auch dahin. Dann denkst du so, das ist jetzt cool, merke ich mir fürs nächste Mal. Ja. Und dann gehe ich mal in die Richtung oder in die Richtung. Carina. Ja, ich setze mal den Tritt ein bisschen tiefer. Mhm. Da oben macht man jetzt keinen Sprung mehr, ne? Nee. Schade. Ich hatte überlegt, dass... Also kannst du schon machen. Weil du musst es mir nur immer verkaufen. Warum sollte da oben nochmal so ein richtig krasser Sprung sein? Nee, nicht krass. So ein leichtes Hüpfen. Weil der hält ja den Simba so hoch. Und meine Überlegung war, dass der Schlussgriff dann auch ist, dass man so an zwei gute Griffe ran muss. Quasi, dass man am Ende den Simba in der Hand hält. Okay, wir bauen da oben noch Simba rein. Finde ich gut verkauft. Machen wir so. Und dann gucken wir weiter. Okay. Niki, kannst du mir gefallen, wenn du gerade da bist, den ein kleines bisschen noch drehen? Im Uhrzeigersinn? Im Uhrzeigersinn, ganz kleines bisschen. Sorry, im oder? Ja, im Uhrzeigersinn. Uhrzeigersinn ist so rum, ne? Ja. Stopp. Danke. Ganz detaillierte Anweisung kriege ich hier schon. Ich sehe.
Ja, dann gehen wir mal in die Bergsteigerschuhe und dann können wir ja losklettern, würde ich sagen. Ich bin total gespannt. Wenn ich jetzt so an die Wand gehe und denken würde, hier fängt der Boulder an, würde ich sagen, ja, okay, ja. Hab ich Bock drauf. Ja, dann schon mal, ist ja schon mal gut. Ja. Ja, der Marc, ja. Der nimmt dann nochmal den Startgriff dazu. Ist ja auch in Ordnung, kann man ja auch treten. Nimmt er den schon wieder? Wir gehen ja nach links. Ja, anderes, nee, links. Okay, ne? Anders. Wir gucken jetzt, wie weit wir nach links gehen können. Und jetzt ist die Frage, vielleicht machen wir mal kurz eine Entscheidung zu den Fußsteinen. Ja. Weil irgendwie ist ja keiner so richtig happy mit den ganzen Trittwechseln, habe ich das Gefühl. Ja. Also, man kann das schon klettern, das ist auch Klettern. Ja. Aber ist das cooles Klettern, das ist immer die Frage. Nee, das nervt voll. Das nervt voll, ne? Ja. Hey, dann machen wir mal. Mit dem Toho könnte man das entschärfen. Mit dem Toho könnte man das wie immer entschärfen. Das ist überhaupt kein Problem. Toho Mark hat direkt die Variante rausgefunden. Ich würde jetzt einfach mal hingehen und sagen, ah, Toho, haben wir hier schon genug geklettert. Lass uns doch einfach mal hier die schönen Sloper da reintun. Dann kann man nämlich hier in der Dulle kann man schön romantisch anstehen. Die Schwierigkeit, die vorher war, Griffe schwer, Tritte schwer, machen wir jetzt nur noch Griffe schwer oder Bewegung schwer. So, jetzt gucken wir mal, was sich da verändert hat. Ja, ein bisschen angenehmer, ne? Mhm. Kann auch schön wechseln, angenehm. Und jetzt kann man, weil der weiter rauskommt, steh mal richtig darauf auf. Aufstehen, aufstehen. Ja, super. Also hier würde was gehen, vielleicht hier. Ja, du bist ganz ausgestreckt, du bist nicht die Kleinste, deswegen vielleicht nicht ganz ausstrecken. Vielleicht ja, hier, genau. Also den Start mache ich jetzt nicht nochmal. Genau, den, das machen wir nur nachher einmal für den Ruhm und Ehre. Den kenne ich ja schon. Wie war denn das gedacht? Jo, aufstehen. Ja. Ah, oh, oh, oh. Ja, das haut ja direkt rein. Und man muss nochmal aufstehen. Guck mal, sie kommt noch nicht dran. Ja. Also, der hat's da Hepp. Das ist der Hepp, den du wolltest. Ja. Ja. Und Simba. Simba! Ja, ja, super gut. Das ist cool mit dem Heelhook oder Toehook. Das ist im Endeffekt, man steht einfach nur drüber auf. Das ist kein richtiger Hook, ne? Also, ja, stimmt, du schiebst dich halt drauf. Ja, ja, aber das ist eigentlich ganz schön, ja. Und man kann hier. Ja, du kannst einiges rausholen für die Kamera. Das ist sehr schön gemacht, ja. Naja, du könntest jetzt. Hätten wir was? Könnte man einen Tritt. Wir können ja mal suchen. Wir könnten da schon suchen, ne? Also hier, ne? Man steht hier schon ganz. Ja. Und dann muss man die Hände einfach ausgestreckt nach oben. Man muss den wenn die Sonne aufgeht bei Rafiki und dann hier den, ne? Ja, ich sehe. Also du möchtest gerne mit dem Herzchen aufhören. Ja. Dann zeigt doch hier der Griff, mit dem wir aufhören. Das ist der Zielgriff. Weil wir heute mit viel, viel Liebe geschraubt haben auch. Oh ja, okay. Poeten. Ja. Das ist sowieso die wichtigste Zutat für einen guten Boulder. Liebe. So finde ich auch gut. Mhm, ja. Weil dann könnte man auch noch mal so hochgehen. Dann brauchen wir noch einen Fußstein für danach. Oder wo wollen wir hingehen? Ich montiere, ihr designt. Hast du einen? Ja. Nee, ich habe Sehr schön. Okay, wir müssen jetzt. Haben wir denn vielleicht einen runderen? Guck mal, geht mal jetzt gerade 5 Meter nach hinten. Jetzt passt schaut, auch gar schaut nicht. Ihr mal, was für schöne passt Steine gar wir nicht. Haben. Immer rund, organisch, das passt alles so zusammen. Und das, ich stehe jetzt nicht da hinten, aber ich glaube, das müsste so ein bisschen optisch rausfallen. Den Smiley. Nehmen wir den Smiley. Oh, ja. Den Smiley. Oh, sehr gut. Und dann stehen wir darauf auf. Und dann ist das Herz jetzt auch der Topstein da oben. Zu klein, das funktioniert nicht. Also du kannst, glaube ich, nicht statisch an das Herz greifen. Schau, komm. Man steht auf. Vielleicht steht man ja richtig gut auf dem, was weiß ich nicht. Boah, ich finde das sehr schwer, sich das vorzustellen, ohne dann, es zu dann klettern. Dann testen wir doch mal, oder? Okay, dann testen wir mal. Ja. Gut. Ich würde das auch gerne mal testen. Das ist auch
ganz schön hoch. Oh, es ist sehr hoch. Also ich komme kaum dran. Ich habe einfach das falsche Loch genommen aus Faulheit. Und der Tritt müsste auch irgendwo eher hier sein. Also ich. Du rechts jetzt im Hebel, ist doch ganz klar. Ja. Kannst du aufstehen oder ist das zu schlecht, da rechts? Ich glaube, da bin ich zu schissrig für. Wohl doch, es geht. Will man so ein. Ja, es wird schon. Nimm lieber die Top, hier die Runterklettergriffe, das sieht alles sehr gefährlich aus. Nee, es geht schon. Okay. Ob man sowas will? Ja. Ich nicht. Tut mir's. Nee, ich auch nicht. Die Frage, ob ihr. Die Mehrzahl der Leute will sowas eigentlich nicht. Nee, das ist mir zu unheimlich. Und dann ist das Problem, dass die Mehrzahl der. Viele Leute dann auch unter Umständen gar nicht wissen, dass das gefährlich sein kann. Okay. Das passt, ne? Wenn er eine Lochreihe tiefer. Und ich glaube, es ist angenehmer, wenn der ein bisschen mehr außen ist. Stimmt, das war total. Das hat sich komisch angefühlt. Vielleicht zwei Löcher, ja. Okay, da kann man jetzt doch sehr kommod dran, würde ich sagen. Das ist ja gut. Aber vorher hatten wir den Baumelzug. Ja, gut. Und jetzt? Wo wollen wir hin? Ja, ist das jetzt angenehmer? Das taugt nicht. Also im Sinne, ich habe überhaupt keine Lust, auf dem jetzt aufzustehen. Ja. Vielleicht machen wir da dann einen besseren Griff hin als das Herz. Ja. Ja, ja. Also einen, mal einen richtigen Griff. Es muss auf jeden Fall ein Griff sein. Das ist mal ein guter Griff hier. Ja, dann testen wir jetzt beide Boulder. Gut. Magst du meinen zuerst testen? Ja, dann fange ich mal mit Rot an. Sehr generös, muss ich sagen. Dann muss ich jetzt mal auf die Schulter klopfen, dass du die Erstbegehung deines Boulders hier abgibst. Finde ich gut. Ach, macht man das unter Schraubern nicht? Keine Ahnung. Ich finde das gut. Der Start war nicht so easy, ne? Wie war denn das? Oh. Passt. Okay. Das Herzchen haben wir noch gar nicht getestet. Nee, ich bin gespannt. Ich habe es mehr oder weniger getestet. Ich konnte ja stehen ohne irgendwas. Das Problem ist, dass es schon gut ist. Man kann es einfach so zwacken. Ja, das geht auch ohne Herzchen. Ja. Nee, der ist cool. Cool. Wir checken jetzt einmal. Also, du wolltest was Balance-mäßiges. Ja. Bisschen Action, dann dieses Gefühl. Haben wir das alles? Also ist alles da, was du wolltest irgendwie? Also was mir richtig, richtig gut gefällt, ist, dass es ein Boulder ist, der zwar nicht schwer ist, den man aber nicht zwangsläufig auch als guter Kletterer beim ersten Go schafft. Ja. Weil man den vielleicht falsch liest, weil man denkt, ich probiere es statisch. Ja. Das heißt, auch jemand, der in Anführungsstrichen gut ist, könnte zwei, drei Goes brauchen. Cool. Aber auch jemand, der, sagen wir mal, nicht so gut ist, kann durch mehrmals probieren, kann sich den erarbeiten. Das, was du uns ja auch irgendwie immer wieder ans Herz gelegt hast, macht den Boulder so, dass verschiedene Klettertypen daran Spaß haben. Ja. Und ich bin schon sehr froh, dass am Ende dann die Simba-Bewegung noch drin ist. Ja, cool. Ja, geil. Ich finde das super. Ja, hat eine Menge Potenzial und ist eine Menge rausgeholt aus dem Dingen. Mhm. Vor allem hast du einen langsamen Anfang, dann wird es kurz schnell und hektisch, aber auch episch. Dann muss man wieder ganz langsam sich rumdrücken, also so ein bisschen kämpfen, obwohl das jetzt nicht nur über die Kraft kommt, sondern man muss so ein bisschen drücken. Ja. Und dann hören wir wieder nochmal episch auf. Das finde ich auch super, dass man in den Stütz rübergehen muss, halt. Dass die Bewegung einfach drin ist. Stützen ist eh beste Bewegung. Ich mag Stützbewegung. Das ist die beste Bewegung, die es gibt. Alles, immer wenn es ums Drücken geht, ne? Generell beim Klettern, du bist immer stärker beim Drücken als beim Ziehen. Mit den Armen und mit den Händen. Und das ist das, du machst auch ganz viel Strecke. Ne? Du bist ja hier und auf einmal bist du da. Also du machst so eine lange Kreisbewegung nur mit dem Stützen. Stützen ist das Allerbeste. Jetzt machen wir den blauen. Mhm. Willst du zuerst? Ja, gerne. Was hat sich denn jetzt verändert? Oh, man muss doch mal was tun hier oben. Ja? Also, wie das so aussieht, finde ich das schon total toll.
Ja. Denn hätte Mufasa ein bisschen mehr Überwindung gehabt und hätte sich einmal nach oben gehoben, ja, wie du beim letzten Mal, hätte er vielleicht noch überlebt, ne? Ja. So interpretiere ich jetzt diesen ganzen Boulder. Ja. Das ist ganz anders als der andere Boulder, ne? Ja. Also das finde ich schon mal sehr gut. Eigentlich habt ihr die gleichen Griffe zur Verfügung gehabt. Das wollten wir auch mal gucken. Also für mich war das interessant. Ich gebe euch jetzt die gleichen Inhalte und ihr habt was ganz anderes dabei rausgeholt. Das finde ich schon mal ganz toll irgendwie. Mhm. Man könnte jetzt bei dem Blauen zwei Sachen argumentieren. Dass der letzte Zug wackelig ist. Na, ist halt nur, man braucht so ein bisschen Traute. Gefährlich ist es nicht. Du hast voll den fetten Griff, du hast voll den fetten Tritt und du gehst nach oben. Du kannst es schnell oder langsam machen. Du kannst ja bis zum letzten Moment kämpfen und dann erst loslassen. Aber es könnte immer so ein Rauswerfer sein. Aber finde ich eigentlich ganz cool, weil einmal hast du so einen Rauswerfer wegen des Steins, dass er gar nicht so gut ist. Riesig, aber gar nicht so toll. Und dann am Ende. Gibt es einen Boulder, den du geschraubt hast, auf den du besonders stolz bist? Ja, ich habe mal 2012, das war so mit einer meiner ersten Wettkämpfe, wo ich dann mal, das war so ein regionaler Wettkampf in Norddeutschland. Dann kommt der erste Starter raus, der schlechteste, und der hat noch überhaupt keinen Auftrag. Und dann ist es genauso funktioniert, dass der erste da rauskam und so, hey, was mache ich denn hier? Und der zweite auch so, springe ich jetzt darüber? Und der dritte, ich muss darüber springen, den Sprung schon hingeschafft hat, der vierte da irgendwie angekommen ist. Und dann ging es immer besser, weil dann hat es endlich mal jemand geschafft und dann war es halt auch so fürs Publikum so, wow, so geht das. Und für mich war es dann so, puh, zum Glück funktioniert es jetzt. Ne? Ich wollte gerade fragen, was ist denn die Idealsituation für dich, dass die erstens nicht schaffen und dann so ab der Mitte schaffen sie es? Beim Wettkampf, oder? Ja. Also okay. Beim Wettkampf versuchst du, sind zwei unterschiedliche Kategorien, Wettkampfschrauben und Kommerziellschrauben. Kommerziellschrauben, das heißt, wie für euch, ihr geht in die Halle, zahlt Eintritt und ich will jetzt hier Spaß haben, ich will gefordert werden, ich will ein bisschen nachdenken. Beim Wettkampf ist es ganz anders. Da will ich rausfinden, wer ist der Beste. Das heißt, ich brauche erstmal ein klares Ranking am Ende des Tages. Ja, da kann es schon mal sein, dass ich sowas hier da einen leichten Überhang baue, wo man so richtig dolle zutackern muss. Das heißt, entweder du machst es oder du machst es nicht. Und es kann auch mal wehtun. Das heißt, schnell hin und schnell wieder weg. Das gemeinsame Schrauben hat so viel Laune gemacht, dass Niki gerne wiederkommt für einen zweiten Lehrgang. Schreib uns in die Kommentare, was wir gemeinsam mit Niki an die Wand zaubern sollen. Double Dino, Toho Catch, Überhang oder Platte, was würdest du gerne sehen? Folge uns auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, einfach klettern. Ich will, dass die Leute irgendwas machen und dann Bock drauf haben, das nochmal zu machen, weil sich das so gut angefühlt hat oder weil du dich selber so gut anfühlst und dass du denkst, boah, geil, ey, ich bin so richtig cool. Ich fühle mich so richtig geil heute, weil ich das gemacht habe. Weil die Bewegung Spaß gemacht hat. Ja, weil die Bewegung Spaß gemacht hat, ja, genau.